Herzlich willkommen auf dem Ruhrtal-Radweg zur Mehrgenerationen-Tour. Genussradeln pur ab der Ruhrquelle. Wir sind gerade angekommen und haben schon die erste Bergwertung hingelegt. Kurze Pause, Luft holen, 200er Puls runterbringen, eben Panorama genießen. Und dann gucken wir uns mal an, wo das kleine Bächlein entspringt, welches der ganzen Region den Namen gibt. Ne? Unbedeutend klein, aber mündet groß und breit in den Rhein. Jo, viel Spaß. Freunde, gleich ist es soweit. Gleich haben wir es geschafft. Die Ruhrquelle. Wenige Meter noch zu Fuß geschieben. Herrlich, man könnte überall anhalten und ein Foto machen. Gleich ist soweit. Stopp! Da ist sie. Die Ruhrquelle. Mit dem Opa Lutz. Hier ist es. Da entspringt sie. Und aber augenblicklich nicht mehr als ein Rinnsal. Ne? Wahnsinn. Wirklich beeindruckend. Da bin ich schon wieder. Hier seht ihr den Wald als Wirtschaftsraum. Hier steht mitten im Wald stehen hier ein paar Hütten. Und wenn ihr da durchgeht, da könnt ihr erleben, was im Sägewerk passiert. Was ein Zimmerer macht, ein Schreiner macht. Ansonsten ist es ein toller Ort, um mal eben anzuhalten, was zu essen, zu spielen. Jo. Also mir gefällt's. Ey, hältst du vor Idylle nicht aus? Ehrlich, hier war ich schon mal als Kind, sagt der Opa. Sommerrodelbahn, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Echt, das gibt's ja nicht. Hier, Sommerrodelbahn. Oh. So, jetzt weiß ich auch, was Radwandern bedeutet, ne? Wandern mit dem Rad. Jo, das ist das Problem, wenn man eine kürzere Strecke wählt, als vielleicht eine paar Kilometer längere. Ich habe das Gefühl, das geht hier gar nicht richtig weiter. Also eigentlich sollte das ja nur eine kleine Etappe sein, um erstmal anzukommen. Winterberg. Erstmal ankommen, ein bisschen orientieren, Ruhrquelle aufsuchen. Jo. Mittlerweile haben wir hier die x-te Bergwertung. Lange Bergwertung. Lang. Schon dreimal um den Pudding gefahren. Ist schön bewölkt, nicht ganz so stickig. Jo, jetzt haben wir den Rothaarsteig entlang. Also wir wollen eigentlich Richtung Unterkunft. Die lag aber nicht mitten in der Altstadt, sondern ein bisschen am Ortsrand. In 10 Minuten sollten wir da sein. Ich weiß aber nicht, wie hoch die gelegen ist. Egal. Immer weiter trampeln, ne? Immer der Nase lang. Ja, und atmen nicht vergessen.
Moin allerseits. So, nach einer doch recht warmen Nacht und laut war es auch hier irgendwie an der Hauptstraße, starten wir jetzt auf die erste Etappe oder in die erste Etappe Richtung Meschede. Gestern war ja nur die Ouvertüre, ne? Oder der Prolog, wie auch immer. Wir freuen uns auf eine entspannte, ruhige Tour. Ja, Wetter ist, wird wieder warm. Also, hilft alles nichts. Aber egal. Eincremen, Sachen aufschnallen, abfahren. Wir melden uns. Bis dann. So, jetzt werden alle Mühen entlohnt. Guckt euch das an, das ist ja der Hammer. Nur nicht zu schnell fahren. Nee, der Opa, der lag schon einmal nach einem Kilometer. Ich sag ja, wir sind gar nicht in Nordrhein-Westfalen. Wir sind irgendwo im Allgäu. Scheibenbremsen glühen. Wunderschönes Sauerland. Wunderschönes NRW. Landschaft, wo man hier so fährt. Schließlich und endlich, wir sind auf dem Ruhrtalradweg. Tatsächlich eingestiegen jetzt. Am Winter werde ich verlassen auf dem Weg Richtung Olsberg. Muss man einmal wirklich für anhalten. Schön. Herrlich. Wir schieben mal wieder. Ich bin doch nicht blöd hier, 15% Steigung. Nein, wir machen mal Radwandern. Das ist doch viel schöner. Wir sind in Olsberg. Wer sein Fahrrad liebt, ja, ne? Rate mal. Mal wieder. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ihr möchtet es kaum für möglich halten, aber ich habe so manchmal das Gefühl, ich schiebe mein Rad mehr, als dass ich im Sattel sitze. Gut, jetzt hat man natürlich auch noch 13 Kilo Gepäck. Schweres Fahrrad. Gut, schwerer Fahrer. Ne, ich schieb einfach. Ich schieb. Wir haben mal wieder eine Steigung von gefühlten 15% geschoben. Ich glaube, wir sind die Einzigen, die davon berichten, dass man den Ruhrtalradweg auch schieben kann. Alle anderen fahren den ja nur mit dem Rad. Das kann ja irgendwie jeder. Nein, wir schieben auch gerne den Ruhrtalradweg. Man muss nicht wandern, man muss nicht Fahrrad fahren, man kann Radwandern. Das ist auch eine Form von Genussradeln. So, Punkt. Jetzt geht's mal wieder runter und dann sind wir kurz vor Meschede.
unserer, ja, das ist die vorläufige Endstation für diese Etappe. Und dann gucken wir mal, ob es da irgendwas Schönes noch gibt zu erklimmen oder so. Ja, schön, zwischen Maisfeldern. Kurz vor Meschede, was soll ich sagen? So sehen geschwitzte Leiber aus, ne? Ja. Ich habe so viele Dokus gesehen über den Ruhrtalradweg, ne? YouTube und Co. Ihr Schweinebacken, ihr habt mir nicht erzählt, dass das so berghoch geht. Jetzt ist ja der Kollege, der Andreas Velotourer, ne, mit dem Frankie, die sind ja umgekehrt gefahren. Da habe ich gedacht, okay, schöne Grüße an dieser Stelle. Jungs, ihr habt das umgekehrt gemacht. Respekt. Da fährt man wenigstens berg runter. Also, top, ne? Ich möchte übrigens noch mal anmerken, dass die ganzen Geografiebücher nicht stimmen. Jetzt fragt ihr euch, wieso? Pass auf, ganz einfach. Weil mein Heimatort Essen also muss definitiv höher liegen als Winterberg. Ne? Jetzt fahren wir die ganze Zeit zurück und es geht nur bergauf. Und da müssen wir korrigieren, das stimmt so nicht. Ne? Also Erdkundelehrer, Geografielehrer, aufgepasst. Das müsst ihr noch mal vielleicht anders unserem Nachwuchs berichten. Jo, wir verlassen dann mal wieder Meschede. Bei allerfeinstem Wetter, ne? Mal schauen. Hat ja gar nicht lange gedauert. Tannenbäume. Steigung. Moin zusammen. Ich hoffe, ihr habt genauso gut geschlafen wie wir, denn Zimmer war super, Essen war großartig. Und auch von den klimatischen Verhältnissen her war tolerabel, ne? Also wir sind gut gestärkt und starten jetzt in die zweite Etappe, und zwar von Menden nach, ne, ist Quatsch, nicht von Menden. Wir sind ja hier in Meschede. Also wir fahren von Meschede über Fröndenberg nach Menden, denn da ist unsere nächste Übernachtung. So, heute soll der wärmste Tag des Jahres werden, wieder mal, wie jeden Tag. Da lassen wir uns mal gar nicht von beeindrucken. Wir fahren ganz gemütlich weiter, mit vielen Pausen, mit viel Trinken, und mit dem Fahrtwind wird es schon gehen. Ne? Dann genießt die Tour und ja, wir werden uns melden. Ne? Bis dann. Also eins kann ich euch mal sagen. Ein unbändiger Wunsch, den ich da gerade hatte, nach links abzubiegen, da war die Feldhinsbrauerei. Liegt leider nicht auf dem Ruhrtalradweg. Schade, stattdessen müssen wir uns das hier geben. Kann man nicht trinken? Ja doch, vielleicht später mal. Aber ist genauso schön. Sag mal so, das ist paradiesisch. Hier, schaut mal rechts. Himmelsradeln. So sieht das aus. An der Ruhr. Freunde, das tut gut. Auf dem Ruhrtalradweg ist man zu Hause und gut behütet. Soeben die Ranger getroffen. Zwei Pedalritter, die für Recht und Ordnung auf den Ruhrtalradweg sorgen. Nee, Quatsch. Falls du mal eine Panne hast, dann helfe ich dir. Und auch bei Fragen oder so. Finde ich gut. Daumen hoch. Wären wir dann nur in Arnsberg. Jo, bisher. Liebe Freunde, wetterbedingt und auf vielfachen Wunsch unseres jüngsten Mitreisenden haben wir die Tour geändert. Und zwar von Neheim direkt durch nach Menden. Jo, 15 Kilometer, sonst wären es noch 35.
Aber hier geht es nach wie vor immer noch berghoch. Welches ein definitives Pro-Argument für E-Bikes ist. Das ist die Hölle hier. Jetzt mal ehrlich. Nochmal 35 Kilometer weiter. Womöglich an der Ruhr entlang. Oder 15 Kilometer einfach nur berghoch. Nee, ey, cut, jetzt gerade mal. Ich würde die Tour mal umbenennen. Und zwar Hashtag. Moment. Hashtag Mehrgenerationen Genussradtour der Leiden heute. So. Ja, ganz schön warm. Staubig ist es auch noch. Ja, Näheres dazu später, komme ich noch mal drauf. Hier im Wald geht's, ganz schön sogar. Wir sind noch ein bisschen unterwegs. Mal gucken, ob wir sind jetzt hier in Neheim, ob wir über Wickede, Fröndenberg, Menden oder Neheim quer rüber nach Menden, weiß ich noch nicht. Kommt jetzt drauf an. Wie lang jetzt Fröndenberg oder wann das erste Mal ausgeschildert ist, ne? Dass ich ihn einschätzen kann. Naja, sonst geht's. Ich habe schon 3 Liter getrunken, das ist auch ein absolutes Muss. Dann geht's. So sehr schwitzt man gar nicht und Fahrtwind ist angenehm. Ja, nur anhalten ist dann immer doof, ne? Dann fängst du an zu ölen. Aber deutlich weniger los hier, als ich gedacht habe. Deutlich weniger. Moin zusammen! Ja, es war mal wieder eine heiße Nacht in Menden. Jo, wir haben jetzt 20 vor 10. Eigentlich angenehmes Radfahrwetter, wenn es so bleiben würde. Wir sind kurz vor Fröndenberg. Von Menden nach Fröndenberg. Da steigen wir wieder ein in den Ruhrtalradweg. Und dann ist die nächste Station dann Wetter an der Ruhr, / Wengern, ne? Wir haben heute Morgen gelernt von einem Gast in unserem Hotel, der Lehrer ist, auch noch für Französisch. Da sieht man es, gepunktete Trikot, Le Grand Peur. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe, der Kletterer. Ich hoffe, wir können heute darauf verzichten, auf die Klettern. So, Freunde, eigentlich wollte ich heute nichts mehr sagen. Wirklich, ich war so pappsatt gewesen. Ich sag nur eins. Hashtag Mehrgenerationen-Genuss-Radl-Rad-Tortur der Leiden. Punkt. Jetzt haben wir gedacht, wir könnten da ein bisschen abkürzen. Das haben wir ja auch geschafft. Ne? Also 35 Kilometer wären es gewesen noch über, keine Ahnung, Bad Wickede, Fröndenberg bis Menden. Ja, so sind wir dann von, was ist das, Neheim, direkt bis Menden. 15 Kilometer, eigentlich eine Spottetappe, Bußekuchen, davon ging die Hälfte nur berghoch und so eine Steigung habe ich meinen Lebtag noch nicht gesehen, echt jetzt. Ich bin so breit, das gibt's nicht, die Oberschenkel sind hart, aber alles wieder vergessen, wir haben eine wunderschöne Unterkunft hier, klimatisiertes Zimmer, ich fange gleich an zu weinen, echt, das ist so schön. Also, vergeben und vergessen, morgen geht's Richtung, geht es denn hin, ey? Wetter? Ja, sowas, die Ecke. Lass uns überraschen. Ich freue mich. Also heute erstmal Schluss. Tschüss. Landschaft. Genau so.
Liebe Leute, das ist wieder Genussradeln. Heute ist Genussradeln, wenn nichts dazwischen kommt. Keine Tortur der Leiden, nein, das ist wieder mehr Generation Genussradrad-Tour. Interessant, ab Fröndenberg wird es lebhafter von den Radreisenden her gesehen. Ja, dann genießen wir mal zusammen die Strecke. Kurz einen Zwischenstopp bei der Schwerter Senfmühle gemacht. Sehr lecker. Kurze Verköstigung. Weiter geht's. Hört ihr das? Wunderschön. Hier die Hohensieburg und wir sind am Hengsthalsee. Auf einer Ebene mit der Ruhr, das ist ein Genuss. Wieder mal ein Genuss und in Sichtweite der Hohen Sieburg. Schon hier ist da das Viadukt.
Ja klar, Herdecke. Jetzt guckt euch das mal an, das hat Viadukt in Herdecke. Imposantes Bauwerk. Zur finalen Etappe nach Essen. Wir freuen uns. Der letzte Kilometer. Oder haben wir es erstmal wieder geschafft für heute? Wir sind in Wetter-Wengern. In der Nähe müsste Burg Vollmarstein sein. Deutsche Alleestraße. Also wir hatten eine tolle Etappe, die war bei weitem, trotz 50 Kilometer nicht so anstrengend wie die gestrige. 31 Grad, absolut akzeptabel, bisschen Wind, sehr angenehm, viel, viel Panorama und in höchstem Maße Genussradeln. Also, und dann geht es ja morgen auch schon wieder auf die Heimat-Etappe. Da freue ich mich auch schon sehr. Jo, da sind wir. LWL Industriemuseum Zeche Nachtigall. Hier hatten wir unseren Drehort mit dem Team vom WDR, Lokalzeit. Nicht nur Ruhr, sondern alle anderen Lokalzeiten. Und zwar zwischen Zeche Theresia weiter links, Zeche Nachtigall bis zur Henrichshütte in Hattingen. Genau die Strecke fahren wir jetzt auch wieder. Das war eine Nacht, ich kann euch gar nicht sagen. Wir fahren jetzt zur Zeche Nachtigall. Ins wunderschöne Muttental. Da sind wir knapp 4 Kilometer davor. 20 Grad. Herrlich. Kleinen Anstieg schon erledigt. Ach, und mit jeder Pedalumdrehung vergisst man wieder, wie bescheiden der letzte Nachtschlaf eigentlich war. Zudem kommt natürlich auf dem Ländlichen immer noch erschwerend hinzu, dass die Kirche da den Lauf des Lebens bestimmt und auch den Rhythmus des Nachtschlafes. So alle halbe Stunde gibt es einen Glockenschlag und dann zur vollen Stunde das ganze Programm. Das ist nichts für mich. Ich freue mich tatsächlich auf meinen Ruhrpott, auf mein Essen. Da hänge ich halt an, ne? Vorbildlich hier am Kemnader See sind die getrennten Spuren für Fahrradfahrer, Inlineskater und Spaziergänger. Das ist kein Gehacke, sondern hier kann jeder seiner Sportart in Ruhe nachgehen. Dass wir viel hier schon unterwegs sind, ne? Wir haben Sonntagmorgen 10 Uhr. Mensch, da schlafe ich sonst noch.
Seite sieht man ganz weit hinten schon die Henrichshütte in Hattingen. Wir sind jetzt am Kemnader See vorbei. Zu linken hatten wir oder haben Hattingen, Burg Blankenstein gesehen. Und jetzt geht's weiter. Auf unserer schönsten Etappe, möchte ich fast sagen. Bewölkt, windig. Das ist fast wieder normal. Wenn ich mir das so angucke, ne, mit dem Paddeln und ob jetzt sitzend oder stehend. Ich glaube, ich habe da Bock drauf. Cool. Ruhrtalradweg, Abschnitt Essen. Wir haben die Bochumer Schwimmerbrücke, die Pontonbrücke, passiert. Da hinten seht ihr Bochum-Dahlhausen, Eisenbahnmuseum. Ja, und da sind es vielleicht noch so 10, 12 Kilometer. Und die letzten vier gehen natürlich noch mal berghoch. Auf der rechten Seite kannst du Ruhrcamping machen. Campen an der Ruhr. Und hier heißen die Wohnwagen genauso wie Essener Stadtteile. Ne? Stehle sehe ich gerade. Mehr kann ich jetzt nicht entziffern. Die Ruhrcamper. Wir sind gerade vorbeigefahren am Ruhrkämpfer-Ehrenmal und am Haus Horst, sind jetzt an einer Kanurutsche, finde ich besonders spannend. Also viele Kanu, wie nennt man das, Wanderer? Naja, auf jeden Fall muss sie hier auch wieder die unterschiedlichen Höhen überwinden und in diesem Fall kann man mit dem Kanu direkt hier runterrutschen.